Hallihallo, ich bin so wieder euer Knosti und willkommen zum Gameplay zur neuen Zombie Map. Und bevor ich mal irgendwas über die neue Map und über das neue Map Pack sage, werden wir jetzt das Spiel auswählen, damit ihr auch seht, dass es mein allererster Versuch ist. Gehe ich jetzt mal auf Einzelspieler und wir werden jetzt heute Origins ausprobieren. Das ist die Map, die vor World at War spielt, mit Roboter ohne Ende. Ich habe jetzt von der Map noch nichts angeschaut, das ist wirklich mein allererster Versuch. Ich habe keine Ahnung, was es geht. Ich weiß nur, dass es vor und nach der Untoten spielt und erleben sie die Anfänge der Gruppe 935, während eine uralte böse Macht auf die Schlachtfelder der Ersten Weltkrieg losgelassen wird. Ich werde auch am Anfang diese Szene durchspielen lassen. Wer das anschauen will, der schaut es an. Wenn nichts, gibt ihr einfach so 2-3 Minuten. Ich werde einfach mal die sonst einblenden, ab wo es weitergeht. Also, hier die Bestenliste. Schauen wir mal, wer von meinen... Ach egal, kack drauf, ne? Wir gehen jetzt einfach mal hier, bereit fürs Spiel. Spiel starten und wir ziehen runter für den Countdown. Nämlich... Wo ist jetzt der Countdown? 4, 3, 2, 1, 0. Viel Spaß dabei. Ja, ich hoffe mal, also das war richtig, richtig cool. Also, dir wird so die bisschen Zombie-Geschichte vorgestellt. Oh mein Gott. Da ist schon der Fuß von diesem Roboter, den wir jetzt gesehen haben. Also, Leute, schaut euch auf jeden Fall diese Vorschau an, die war richtig, richtig, richtig cool. Wir haben ja einen Nikol, also ich bin der Nikolai. Wow, ja. Also nochmal kurz zur Info, das Map-Pack ist eben heute erschienen am 27.08. Alle Maps zu den Multiplayer, alle Links zu den Multiplayer-Maps sind auch in der Beschreibung unten, die ich euch vorstelle. Und ich hoffe mal, wir werden heute sehr, sehr viel Spaß haben. Was ist das? Neues Perk? Mal schauen. Und wenn ihr so mehr Videos zu dieser Zombie-Map sehen wollt, dann schreibt es auf jeden Fall in die Kommentare und lasst vielleicht ein Like da. Ja. Und ich spiele eben Zombies heute das auch wieder, weil die letzten Zombie-Parts, vor allem das All-Weapons-Pack gepuncht, auf Farm so gut ankommt, nicht auf Farm, auf Town so gut angekommen ist, denn... Ja, es hat einfach vielen gefallen, deswegen habe ich mir gedacht, gut, ich mache jetzt Spiel auch mehr Zombies für euch. Ich hoffe, das gefällt euch auch. Viele haben mich auch immer gefragt, warum ich am Anfang denn immer schieße auf die Zombies, denn man kann sie ja auch knifen einfach so. Und Leute, jetzt tut nicht so, als ob ihr die Pros werdet, denn jeder, der sagt, ja, knife die in der ersten Runde, das hat auf jeden Fall Unrecht. Dann am Anfang geht es darum, was ist das hier? Für Teil. Oh, ich habe ein Teil. Sehr gut. Muss man am Anfang viele, viele Punkte sammeln. Das heißt, um viele Punkte zu bekommen, muss man sehr, sehr viele Schüsse auf den Körper von den Zombies geben. Und deswegen gebe ich immer so in der ersten Runde, wenn es geht, 5 Schüsse. 1, 2, 3, 4, 5. Und nachher knife ich sie. Das heißt, ich bekomme 50 Punkte und nachher noch 130 Punkte für den Knife-Kill. 1, 2, 3, 4, 5. Und mit einem normalen Knife-Kill würde ich eben nur 130 Punkte bekommen. Und das sind 50 Punkte und lassen pro Zombie ist es dann schon einiges. Und das Geld, was ich mir dann spare, da ist eine Schaufel. Hier. Cool. Schauen wir, ob es noch irgendwas gibt, was wir mitnehmen können. Da muss der Strom eingeschalten werden. Sorry, ich höre dem Typen nicht zu, wenn er redet. Naja. Hier gibt es auch nichts mehr. Das ist eine Kiste. Sehen Sie sich die... Warte. Füllen Sie 4 Truhen vollständig. Ich nehme mal an, dass wir mit jedem irgendwann mal gezockt haben. Achso, ich nehme mal an, das ist fürs Easter Egg oder sowas. Was ist das für eine Waffe? Die Ballista. Nice. Wow, 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 wow. Fuck. Fuck. That's not cool, bitch. That's not cool. That's not fucking cool. So. Kaufen wir jetzt einfach mal die M14. Chillen wir mal eine Runde. Die M14 ist eine ganz, ganz coole Waffe. So. Uah! Alter, ich bin echt schlecht heute. Fuck, Alter. Und die Map ist ja richtig klein hier. Also mal richtig, richtig verwinkelt. Hier ist eine Tür. Okay. Damit wir das auch schon mal wissen. Chillen wir mal hier ein bisschen. Schauen uns hier ganz kurz um, was es alles gibt. Quick Revive kann ich auch im Singleplayer nicht einfach so kaufen. Interessant. Was ist das hier? Wiedergabe der Aufnahme. So, warte, dann töten wir die mal und nachher hören wir uns das Ganze an. Ich will ja mal schauen, dass ich so weit wie möglich komme. So, den Headshot, da bekommen wir auch viele Punkte. So, ist da noch irgendwas? Nein. Hier ist eine Aufnahme gewesen.
Und dieser Zombie hier macht eh nichts, der ist ein Deutscher. Sorry, sorry an die Deutschen hier. Warte mal, jetzt schalten wir zu. Fuck, was ist das jetzt? Töte ihn! Was? Hä? Kann ich da durch? LOL! LOL, was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das, Leute? Fuck, 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 fuck. Oha, oha, oha. Was ist das? Fuck! Junge! Ich hatte gerade irgendwas aktiviert, während ihr da gesprochen habt. Fuck, Jung! Jungs, was ist da los? Ah! Hier läuft in den Countdown ab. Beide dich, so wie eine Stellung muss ich dir halten wahrscheinlich. Und da spawnen irgendwelche Leute nach und nachher bekomme ich irgendwas. So, jawohl, ich hab's geschafft. Sehr gut. Kann ich jetzt, ich kann Quick Grab kaufen. Sehr schön, also man muss hier Generatoren irgendwie aktivieren. Was der Typ davor gesagt hat, sorry, keine Ahnung. Wir gehen jetzt einfach mal, oh, ich habe eine Kiste. Double Points. Geil, also die bekommen so Belohnungen einfach mal so. Warte mal. Uiuiui, das war jetzt schon mal cool und ich glaube, ich werde wirklich, wirklich, wirklich nicht lange überleben. Denn das ist ja übel krass hier, die Map. Fuck. So, jetzt gehen wir einfach mal hier rechts entlang. Was gibt's hier? Hier gibt's auch nichts. Da kommen die Zombies ja von überall. Hier haben wir die B23R. Hier ist das... Boah. Laboratory, das heißt das Labor. Fuck. Hier muss man hier ein bisschen so... herumrennen, also die... Nein, ich bin down jetzt schon, Alter. Was ist das für eine Waffe? Ist das die neue Wunderwaffe oder was auch immer? Fuck, Alter, das ist ja richtig beschissen, dass ich gerade down gegangen bin schon. Halten zum... Ich kann hier graben! Ach so, lol, warum das? Und da bekommen wir irgendwas! Da bekommen wir irgendwas! Ich habe da irgendwas bekommen! Nein, ich will das einsammeln! So, das will ich jetzt einsammeln. Hä? Hä? Ach so, dann kann ich schneller laufen oder was? Dann kann ich irgendwas machen wahrscheinlich damit. Dann kann ich irgendwo hin. Mit dem Zombie-Blut kann ich wahrscheinlich irgendwo hin, wo ich sonst nicht könnte. Das ist ganz logisch, aber für was? Keine Ahnung. Und wie lange man das hat, halt bis es abläuft. Und die Zombies greifen einen auch nicht an. Währenddessen. Das heißt, man kann irgendwie abhauen. Gut. Finde ich auf jeden Fall eine coole Sache. Macht mir das irgendwas? Nein. Wir gehen nochmal zurück ins Labor und holen uns nochmal Quick Revive, denn das war ja ein übel fett behinderter Tod. Und probieren einfach mal alle diese Kolben zu aktivieren, würde ich sagen. Und das heißt, wir gehen zur... Das war die Generatorstation 1. Wir gehen jetzt mal zur Generatorstation Nummer... Da ist 3, okay. Was ist da unten? Da kommen wir auch dahin, okay. Hier geht's... Jawohl. Hier geht's, glaube ich, auch entlang. Wenn wir hier sind, No Man's Land, was ist hier hinten, da gibt's nur Granaten, das heißt, hier solltet ihr euch eigentlich nicht befinden, ne? So. Und ich brauche eine coole Waffe auf jeden Fall noch irgendwie. Was ist hier los? Hier gibt's nichts. Ich habe vorher über irgendwas gegraben, das heißt, es gibt so Stellen auf der Map, die man begraben kann. Hier ist Generatorstation Nummer 3. Machen wir die auch gleich. Dann haben wir die hinter uns. Ja, genau. Das heißt, wir machen hier einen Rape Train und müssen diese Typis halt killen oder auch nicht. Man muss sie einfach nur davon fest fernhalten. Ohne Chaga ist natürlich blöd. Ich weiß aber jetzt auch nicht, wo ich hier Chaga bekommen soll oder ob man hier überhaupt so Perks kaufen kann. Sehr, sehr cool, schon geschafft. Also das war jetzt mysteriöse Kiste, das schaut cool aus. Schauen wir mal, ob wir hier noch irgendwas machen können. Die Wutzerfix-Kugel ist im Moment im Betrieb oder irgend sowas ist. Und das ist ein neuer Rape-Transport, glaube ich. Also der schaut da richtig cool aus gerade. Ah, der ist mal langsamer. Ihr seht das nicht. Aber ich bin da langsamer als die Zombies. In der Mitte ist man schnell. Und hier auf der Seite bin ich übel langsam. Also das ist... Wow, also da werde ich jetzt noch vom Zombie fast gefressen. Also man muss hier aufpassen. In der Mitte kann man ein bisschen was machen. Aber hier... was kann man hier noch machen? Auch kaum etwas. Hier kann man auch nichts machen.
Ich werde mich trotzdem. Ich habe auch kein Geld für die Kiste. Soll ich jetzt noch hier bleiben und hier ein bisschen nachher Rape trainen? So, wir machen einfach mal so. Und nachher knifen wir ihn. Und knifen wir ihn nochmal. Ah, ich kann zweimal auf ihn schießen und nachher kann ich ihn knifen. Und jetzt ist hier einfach mal, die Runde ist vorbei. Wir haben genau 950 Punkte. Und wir machen jetzt hier Wechsel. Wechsel, 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 Wechsel. Komm, 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 komm. Was ist das? B23R Magazin Erweiterung kann man lassen. Und cool, da ist jetzt sogar ein Aufsatz schon drauf. Was ist das hier? Nein, ich hätte mir die AKU lieber kaufen sollen. Oder da ist ein Teil. Zombie-Schild kann man auch wieder kaufen. Was ist das hier? Zum Graben. Da kann man auch wieder was graben. Was habe ich? Noch ein Teil. Oh, das ist ja cool, Alter. Da gibt es ja sau viele Teile, wie es aussieht. Sau viele Sachen zum. Ich habe jetzt schon für drei verschiedene Dinge Teile bekommen. Oh mein Gott, ich glaube jetzt. Also, diese Runde wird das Ende sein, glaube ich. Runde 5 oder so will ich eigentlich schon kommen, wenn ich ehrlich bin. Ah, hier seht ihr auch schon den Generator, wie der so funktioniert, wie der arbeitet. Wir haben jetzt schon zwei Generatoren in Betrieb gebracht. Hier kommt auch noch von rechts. Oh, eine Nuke. Nein, ich wollte jetzt eigentlich die nicht Nuke nehmen. Nein! Nein, ich will sie nicht! Ah, oh, jetzt habe ich irgendwelche Punkte. Und jetzt sieht schon aus. Ja, Junge. So. Und das heißt, wir bleiben jetzt noch eine Runde hier, weil das war ganz, dieser ganz cool gelaufen. Und dann gehen wir hier weiter. Vielleicht finden wir die. Sie will nur nach Hause, das war das, sie meinte. Oh mein Gott, also hier kommen schon die fetten Riesen. Ich glaube, die können mich auch zerstampfen, wenn sie irgendwie wollen. Das heißt, wir sollten hier nicht. Nein, 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 nein. Nein, böser, böser, böser Roboter. Nein, 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 nein. Vor allem, ich kann nicht. Nein! Auf das! Nein! Nein! So ein Hurensohn! So eine verfickte Hure! Ach du Scheiße! Also sowas muss da kommen. Also sowas. Ich habe gewusst, dass der irgendwie dann reinstampft, aber da kommt schon wieder einer. Aber dass die dann so schnell schon da waren, hätte ich ehrlich gesagt nicht gedacht. Hier muss man rüber hopsen. Also hier braucht man auf jeden Fall Stamina ab, wenn es überhaupt auf der Map gibt. So, gehen wir hier wieder hin zur Serverstation. Können wir uns vielleicht nachher nochmal Kiste holen? Mal schauen. Was ist das hier? Ammo? Ja, dann brauchen wir doch keine Kiste. So. Was ist jetzt hier los? Hier geht noch der Kolben. Einmal Kiste können wir ruhig machen. Wir haben jetzt ein bisschen Geld. Und vielleicht bekommen wir irgendeine neue Wunderwaffe oder sowas. Naja, oder die Kap 40. Gehen wir mal weiter. Wir haben jetzt ein bisschen Geld. Und was ist das hier? Kann ich wieder graben. Geil! Man bekommt einfach mal so durch Graben auch eine Waffe. Das heißt, man kann durch Graben eine Waffe bekommen. Ja, oder irgendwas anderes. Wir gehen jetzt mal ins No Man's Land. Hier ist ein Workshop. Das heißt, hier wird man auch irgendwas. Wow! Bleib stehen, bleib stehen! Hallo! Okay, das war auf jeden Fall ein Fehler, die zu nehmen. Die ist ja übel schlecht noch immer. Also schon schlecht ist sie jetzt. Gibt's hier irgendwas Besonderes? Hier gibt's einen Tisch. Hier habe ich aber nicht alle Teile. Gibt's noch irgendwelche Teile hier? Nope. So. Ich sollte mir eigentlich nochmal einen Quick Revive holen, wenn ich ehrlich bin. Also gehen wir nochmal am Anfang von der Map. Ich will das Ganze das sicher machen. Was ist das hier? Also. Nix, 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 nix. Wir holen uns noch einmal Quick Revive und nachher gehen wir ins No Man's Land. Ich kenne mich schon richtig gut aus auf der Map. Ah, die Map, die gefällt mir richtig cool. Also, wenn ihr da mehr liebe Videos davon sehen wollt, schreibt es einfach in die Kommentare. Und jetzt verbrauchen wir schon in Runde 5 unser letztes Quick Revive. Wir gehen einfach mal jetzt hier raus. Nein, das. Doch, nein, ich habe sogar Geld gehabt. Nein, das habe ich aber kein Geld mehr. Nein. Das war unnötig. Das war echt unnötig. Vielleicht kann ich hier irgendwie durchrennen mit dem Zombie-Blut. Wer weiß, wer weiß. Ah, hier kann ich graben. Wow. Hier kann ich graben. So. Nein, hier kommt. Was? Da können auch Zombies rauskommen? Na lol. Finde ich auf jeden Fall nicht cool. Generatorstation Nummer 2, aber da kommen wir nicht durch. Oh mein Gott, jetzt haben wir keine Kohle. Und wir gehen wieder zu unserem Raven-Spot. Was ist das hier? Nein, ich will keine Munition von der Kackwaffe hier. Also Leute, das ist jetzt, glaube ich, unser Aus. Wir gehen nochmal auf unsere Raven-Train-Station. Weil das wird nämlich mal auch noch die Rapture statt 500 kostet Muni. Fuck, Alter, jetzt werde ich schon wieder angeballert von hinten.
So, komme ich hier wieder hin zu meiner Station? Genau, hier. Ai, ai, ai. Ach du Scheiße, diese Kackmonster hier, die gehen mir schon am Arsch. Was ist das hier? Zombieblut. Warte, probieren wir es gleich aus, ob wir da durchrennen können durch das eine Teil. Ah, fuck, falsch gerannt. Falsch gerannt, falsch gerannt, falsch gerannt. Komm, 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 komm. Komm, vielleicht geht sich das aus. Hoffentlich geht sich das aus, dass ich da. Nein, nein, nein. Wo muss ich hin? Wo muss ich hin? Hier, hier, hier. Und jetzt ins Laborator. Laboratorium. Nein, das geht sich nicht aus. Fuck, 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 fuck. Geht sich aus, geht sich aus, geht sich aus. Nein. Nein, okay, man kann es nicht machen. Haben wir eigentlich gedacht, das geht. Funktioniert leider nicht. Hätte ich cool gefunden, glaube ich. Oder ich hätte es cool gefunden. Ich glaube nicht, dass ich es nicht nur. Also ich hätte es cool gefunden. Auf gut Deutsch, ne? So. So. Fuck, 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 fuck. Also das wird hier richtig, richtig eng in dieser Kackkajüte. Und ich glaube, da können die Zombies auch wieder reinsteigen oder sowas. Oder diese fetten Biester. Nein, nein, nein. Boah. Alter, bist du behindert? Ich kann da gerade gar nichts, ne? Rechts und links schauen. So. Puh. Also hier ein bisschen. Also hier Rape trainen. Das erfordert schon ein bisschen Übung. So. Gott sei Dank ist ja die Quick Revive Maschine nicht mehr. Ach du, gerade ist behindert. Kacke. Richtig scheiße, Alter. Ich bin sowas noch nicht in Topform, obwohl ich die Map klasse finde ohne Ende. War das der letzte? Nö. So, wir gehen jetzt einfach mal weiter zur Serverstation Nummer 2. Ich will jetzt wissen, was passiert, wenn die Serverstation Nummer 2 fertig ist. Hier, No Man's Land geht auch hier hin. So. Gehen wir hier hin. Wo haben wir? Was machen wir jetzt? Ich brauche eine coole. Ah, ist noch ein Teil. Für Stabteile. Da gibt es eine Disk, wie es aussieht. Hier ist auch wieder ein Platz für die Kiste. Gibt es da noch was? Gibt es überall solche Dinge? Ich habe einfach mal X immer gedrückt. Hier ist auch wieder so ein Sumpf, das ist ja behindert. Das heißt, wenn hier diese Viecher. Da kommt schon wieder einer! Da kommt schon wieder einer! Ja, cool, da kann man von hier aus, glaube ich, auch zu allen Spots gehen. Da kommt ja schon wieder die Missgeburt. Da, Hurensohn! Hier sehen wir auch schon die Abdrücke, wo sie die Füße hinterlassen. Oh mein Gott, nein, 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 boah. Ach du Scheiße. So knapp. Hier kann man graben. Die ist auf jeden Fall besser als die Kack-Shorty hier. Workshop. Nee, brauche ich nicht. Wie ist das hier? Ah, hier ist auch schon die Energiestation 2. So, hoffentlich geht das jetzt schnell hier. Dann brauche ich auch gar keine Leute töten, keine Munition verschwenden. Jawohl! Cool, es gibt aber irgendwie oben steht 4, 5 und 6 gibt es auch noch. Gehen wir aber mal zum Graben. Hier ist wieder Graben. Da kommt dann noch einer. Alter, die kommen ja wieder raus. Ach du Scheiße. Wir gehen wir mal hier rein. Was gibt's hier? Claymores. Sehr schön. Und ich will wieder zum anderen, zum Dreier. Genau. Denn da ist ja die Kiste. Was ist? Gibt's hier wieder was? Was Neues? Füllen Sie 4 Truhen vollständig. Also ich verstehe es noch nicht ganz. Ah, hier gehen wir es gleich runter, wenn wir eine Waffe haben. Auf jeden Fall. Davor kaufen wir uns noch einmal Muni. Für die B23R. Oder B23R, genau. Richtig. Ich sage immer auf 32. Nämlich deswegen, da habe ich nie eine Ahnung, wo es lang geht. So, mysteriöse Kiste, los. Naja, finde ich richtig, richtig hammer hier. Ah, 572, nicht so eine starke Waffe, aber bringt mir jetzt nicht sehr viel, wenn ich ehrlich bin. So, gehen wir weiter. Zurück. Ich muss jetzt Chaga finden. Was ist denn da? Was habe ich denn links unten für ein Zeichen? Für was? Für was? Wirklich? Hier was, glaube ich. Und jetzt gehen wir hier hinunter. Vielleicht gibt es ja unten auch noch irgendwelche Gänge und Wege. Ist da irgendwas? Nö. Ich probiere einfach The Crazy Place. Okay, hier wird irgendwas für das. Das ist so das Eck fürs. Nein! Ach du Scheiße, einfach mal so, das wird das Eck fürs Easter Egg sein. Hier sehen wir alles, was es gegeben
hätte. Ja, also für den ersten Versuch, sag ich mal, für das, dass ich keine Ahnung hatte, ist es ganz okay. Falls ihr, wie gesagt, mehr Videos von dieser Map sehen wollt, dann hinterlasst auch ein Abo und ein Like und einen Kommentar vielleicht da. Ich sag Tschaußen, bis zum nächsten Mal. Link auch zum All Weapons Pack a Punch in One Game ist unten in der Beschreibung. Ich sag euer Ciao, euer Knosti.